So, Freunde, weiter geht's. Update zum Corsa. Ein paar von euch haben schon kommentiert gestern Nacht. Das ist natürlich ziemlich geil. Thema Kurzstrecke war von allen dreien mal angesprochen gewesen, die kommentiert haben. Das habe ich mal in Erfahrung gebracht. Jedoch sieht es so aus, dass das Fahrzeug täglich 18 Kilometer am Stück bewegt wird, also 18 Kilometer zur Arbeit, 18 Kilometer zurück, so ungefähr. Von daher würde ich jetzt eigentlich mal behaupten, eher nein, dass es an der Kurzstrecke liegt. Aber wie gesagt, er verbraucht auch kein Kühlmittel, zumindest aktuell nicht. Wobei der Schmock auch recht frisch aussah. Kann sein, dass sich das jetzt gerade irgendwie einstellt oder so und das dann halt noch in Zukunft ja mehr wird eventuell. Aber das sollen wir jetzt erstmal nur beobachten. Da erstmal nicht viel mehr dran machen. Und daher werden wir jetzt erstmal nur die Stoßdämpfer austauschen hinten. Ich habe einen jetzt schon mal rausgebaut, damit ich auch da irgendwie die Teilenummer richtig habe, damit ich jetzt auch die richtigen Teile rausgesucht habe. Habe ich jetzt gerade abgeholt. Zwei Stoßdämpfer mit Federbeinstützlager. Die tauschen wir jetzt gleich mal aus. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg zurück. Das ist das Schöne, dass man hier in Dortmund samstags noch gut sortierte Ersatzteilgeschäfte hat, die tatsächlich so gut wie alles immer lagernd haben. Das ist echt ein riesen Vorteil hier. Wie gesagt, der bekommt jetzt zwei neue Stoßdämpfer erstmal, weil ich habe den alten mal ausgebaut, schon mal auf einer Seite, habe den mal zusammengedrückt, fährt die Kolbenstange halt einfach nicht mehr raus auch. Das Federbeinstützlager löst sich auch schon so langsam in seine Bestandteile auf. Deswegen, da machen wir auf jeden Fall mal was Neues rein. Und sonst, wie gesagt, wenn es jetzt nicht unbedingt an der Kurzstrecke liegt, ich weiß nicht, ich mache es jetzt erstmal weg, das Zeug. Dann muss er halt mal getreten werden, der Wagen, so ein bisschen. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, so die grundsätzlichen Dinge einmal machen. Filter tauschen. Das Öl wurde gewechselt, jetzt im Dezember erst. Zündkerzen mal auswechseln bei dem Ding, wäre vielleicht auch mal nicht so verkehrt. Wie gesagt, der läuft ein bisschen. Ja gut, wie sagen wir so, wie läuft so ein Dreizylinder Corsa läuft einfach scheiße. Das ist einfach so. Das Ding hatte nie einen geilen Motorlauf, muss man halt einfach sagen. Wie gesagt, Stoßdämpfer machen wir mit dem Motor. Werden wir jetzt erstmal beobachten. Er überlegt, ob er den Wagen dann halt abgeben soll irgendwann, wenn das nicht besser wird wieder. Wir haben jetzt gerade Winter gehabt, jetzt fängt es dann das Frühjahr an, Frühling Richtung Sommer. Vielleicht stellt sich da einfach eine Verbesserung ein. Ich weiß es nicht so richtig. Aber ja, das dazu. Sonst ist an dem Fahrzeug eigentlich nicht viel dran. Bremse hinten wurde komplett erneuert, inklusive Bremstrommel, Bremsbelege, das Bremsbacken innen. Bremse vorne wurde vor kurzem mal gemacht. Und dann geht der Wagen wieder zurück. Mit neuen Stoßdämpfern dann. Und die Ölproblematik, wie gesagt, muss halt beobachtet werden. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommen. Jetzt muss ich rüber. Vielleicht haben ja ein paar von euch noch ein paar andere Ideen oder ein bisschen Erfahrung mit dem Motor. Wie gesagt, es waren halt schon drei Leute, die ja kommentiert haben. Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. Der Motor, der hat halt seine Schwächen. Ich kenne die Schwächen nicht alle. Und sowas kann halt
durch vieles irgendwo hervorgerufen werden. Wie gesagt, am besten wäre es natürlich, da ein paar offensichtliche Verschleißteile mal zu wechseln. Und ja, und die mit dann noch zu sagen. Eigentlich nichts. Also sonst war es das erstmal von mir. Ich fahre jetzt erstmal zurück in die Halle und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bauen da einmal den neuen Stoßdämpfer direkt ein und werden dann nochmal die andere Seite austauschen. Ja, Knallgas gegeben hier. Ja, und sind dann halt erstmal durch mit dem Wagen. Dann habe ich jetzt die Tage beim Dreier die Stoßdämpfer hinten getauscht. Das Video ist jetzt noch nicht fertig, also ich muss das jetzt noch zu Ende schneiden. Kommt dann jetzt auch die Tage noch raus. Aber den Corsa wollte ich jetzt unbedingt vorziehen, weil das ist jetzt gerade ziemlich live. Also ich habe es gestern gedreht, also am Freitag und am Freitagabend noch hochgeladen. Jetzt haben wir Samstag und das Video seht ihr ja jetzt. Also wie gesagt, wenn ich damit fertig bin, schneide ich das auch, lade das direkt hoch, sodass das halt Samstagabend, heute, jetzt, hochgeladen wird. Und ich habe jetzt extra das Navi ausgeschaltet, damit mir das hier nicht dazwischen quatscht, wenn ich wieder nach Hause fahre hier. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, ich denke schon. Ja. Wir sehen uns gleich, wenn ich in der Halle bin. Ciao. Ja, Freunde, so, wir sind jetzt wieder in der Halle. Stoßdämpfer hier. Eine Seite habe ich jetzt gerade schon mal reingeschmissen. Aber ich zeige euch mal, wie man die andere Seite hier ausbaut. So, das ist der Stoßdämpfer, geht da hoch in den Innenraum. Die Schraube hier einmal ist eine Torx. Ah, rausballern einfach. So. Halb so wild, eine Achse ist auf dem Boden, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Ja, das war es eigentlich schon. Da sieht man ziemlich gut so eingerissenes Gummi. Ne, Stoßdämpfer ist wohl noch der Originale, da steht noch eine GM-Nummer drauf. Jetzt gehen wir mal nach innen. So, hier habe ich schon mal soweit angelöst. Wie ihr schön sehen könnt, die Mutter hier einmal ab. Und Stoßdämpfer ist raus. Die Gummis hier noch, die müssen natürlich auch mit erneuert werden. Na, jetzt haben wir hier noch den. So, jetzt gucken wir mal hier. So, da ist der Stoßdämpfer. Ziehen wir einfach mal raus. So, das ist das hübsche Gerät. Lassen wir jetzt mal hier liegen. Ja, ich baue jetzt mal den neuen schon mal soweit zusammen. Und dann stecken wir den einfach mal hier wieder rein. Und dann sehen wir uns gleich. So, dann könnt ihr mal mitschauen. Das ist der neue Stoßdämpfer. Also sehr massiv gebaut. Also ich bin echt überrascht. Das ist echt eine geile Qualität. Weil hier das Protection Kit auch aus Metall ist. Im Gegensatz zum Original, das ist halt nur aus Plastik. Jetzt stecken wir das hier einfach mal durch. Jetzt muss ich von innen einmal greifen. So, und einmal hier von innen schon mal die Mutter ansetzen, sodass sie uns nicht mehr rausfällt. Machen wir das schon mal, das ist gut. Zack. So, jetzt geht es darum, die Achse natürlich wieder anzuheben. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Wagenheber und drückt die Achse hier von unten hoch, Schraube wieder rein, Stoßdämpfer wieder fest und dann von innen auch einmal festziehen. Achte darauf, dass das Auge vernünftig hier hinten reingeht auch.
Motorhaube ansetzen. Und einmal festziehen. So ist der Stoßdämpfer unten festgezogen, müssen wir jetzt oben einmal festziehen. Danach müsst ihr natürlich, wenn das Ding auf dem Boden steht, die Schraube hier ist eine Torx, natürlich einmal noch mit Drehmoment anziehen. Muss ich mal gucken, wie viel das jetzt ist, ich weiß es nicht. Irgendwas um die 100 Newtonmeter, vielleicht ein bisschen mehr. Hier haben wir jetzt die lustige Mutter und ja, die machen wir jetzt einfach mal fest. Also ihr müsst hier nämlich darauf achten, das müsst ihr hier von oben kontern. Da ist so ein ja, eingefräster Schlitz, da passt ein 5er, 6er Maulschlüssel drauf. Jetzt versuchen wir den erstmal so weit wie möglich vorzuziehen. Mal gucken, wann er sich hier mitdreht. Bis jetzt noch nicht. So, jetzt dreht er sich mit. Das heißt, hier einmal gegenkontern, wenn man hier zusammendrückt. So, kann das natürlich auch versuchen, hier gegen eine Kunststoff, ja, gegen eine Kunststoffverkleidung zu kontern unter Umständen. Funktioniert nicht immer erfahrungsgemäß. Deswegen machen wir es jetzt einfach per Hand. Ja, das dauert jetzt alles, wie gesagt, einmal festziehen. Ich mache das jetzt mal eben und dann bis gleich. So, Auto ist fertig, Stoßdämpfer sind drin, Räder sind wieder drauf. Ich brauche ja nicht in jedem Video zeigen, wie ich Räder auf, hier ab und anbaue. Ich sollte, das ist eigentlich, ich denke, das kriegt jeder auch selber hin. Ja, Auto ist jetzt soweit fertig. Und ja, mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu tun. Mit dem Quark da in dem Öleinfülldeckel, da ja, erstmal beobachten. Ich habe es jetzt einmal kurz sauber gemacht. Ja, und dann müssen wir das mal so 2-3 Wochen vielleicht mal beobachten und uns das dann nochmal ansehen, gucken, ob das wiederkommt. Jetzt sind die Temperaturen ja, wie gesagt, schon deutlich wärmer als noch vor ein paar Wochen. Und ja, und dann müssen wir halt mal schauen. Vielleicht habt, wie gesagt, habt ihr noch irgendwelche Ideen oder so. Die würde ich dann beim nächsten Mal nochmal dann überprüfen. Und ansonsten würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.